Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Juni 2023 für den Aszendenten Skorpion anhand Ihres vedischen Monatshoroskops. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, die Deutung erfolgt anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens Skorpion, wie es in der westlichen Astrologie ja gemacht wird, was da das Wichtigste ist. Denn in der vedischen Astrologie macht man die Deutung vom Aszendenten aus. Und wenn Sie nicht wissen, wo Ihr Aszendent ist, dann finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link und dort können Sie gratis Ihr Horoskop erstellen lassen und das Zeichen, das dort im ersten Haus ist, zeigt Ihren Aszendenten an. Wichtig noch, die Planeten in Ihrem Horoskop aufgrund Ihrer persönlichen ganzen Geburtsangaben wären selbstverständlich auch wichtig. Diese kenne ich aber selbstverständlich nicht und kann ich deswegen für die Deutung nicht berücksichtigen. Trotzdem kann allein schon anhand Ihres Aszendenten und der Reise der Transitplaneten durch die 12 Häuser für den jeweiligen Monat, können schon gewisse interessante oder wichtige Trends aufgezeigt werden. Für exaktere Vorhersagen und Prognosen wäre aber ein Horoskop mit Ihren ganzen Geburtsangaben natürlich noch viel wertvoller. Sowas ermacht meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls hauptberuflich tätig ist in der vedischen Astrologie. Link dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung. Und dann ja, große Sache. Vor 8 Jahren habe ich die vedische Astrologieschule gegründet. Deswegen haben wir jetzt im Juni 2023 8-jähriges Jubiläum. Letztes Jahr habe ich damit begonnen, eine große Jubiläumsaktion immer anzubieten und habe mich jetzt dieses Jahr nochmal entschieden, das zu wiederholen, weil das sehr gerne angenommen worden ist. Das bedeutet, für die ersten 10 Starter, 9 Schüler der vedischen Astrologieschule, nur bis spätestens 30. Juli 2023, die erhalten vergünstigte Beiträge und viele Zusatzleistungen gratis im Rahmen eines großen Jubiläumspakets. Mehr Informationen dazu finden Sie unterhalb in der Box in der Videobeschreibung. Dort finden Sie die Jubiläumsaktion, einen Link dazu. Sie finden aber auch den Link, wie Sie generell zu Informationen kommen bezüglich meiner Schule und Newsletter und noch viele andere Dinge. Okay, dann legen wir los. Und zwar, erstmal haben wir hier Ihren Chart und dann haben wir hier wichtige astrologische Informationen und dann haben wir den Stand der Transitplaneten am 1. Juni 2023 in Ihren Häusern. Ich beginne mit den langsam laufenden Planeten. Dies sind Saturn, der ist 2,5 Jahre in einem Zeichen, Jupiter, der ist 1 Jahr in einem Zeichen und der karmischen Achse Rahu-Ketu, die ist ca. 18 Monate in einem Zeichen. Diese 3 Faktoren gestalten Ihr Schicksal. Diese 3 Faktoren gestalten die Rahmenbedingungen, wie als Schicksalsschmiede, die sich langfristig in Ihrem Leben auswirken und etablieren soll. Deswegen, die Ausführungen, die ich dazu mache, haben jetzt per se nichts nur mit Juni zu tun, sondern wirken über Monate, weil die Planeten, wie erwähnt, länger in den Häusern sind. Die anderen schneller laufenden Planeten, die sind dann mehr so dieses tägliche Auf und Ab und hin und her, zeigen Alltagsereignisse mehr an. Aber die längerfristige Schicksalsschmiede, diese langsam laufenden Planeten. Und mit denen beginne ich jetzt. Denn das sind die Rahmenbedingungen, wo sich dann alles, innerhalb derer sich alles abspielt. Ich beginne mit Saturn. Saturn wechselte erst vor wenigen Wochen vom Wassermann in das Zeichen Fische.
Dort ist er jetzt für bis ungefähr Anfang 2026. Darin haben Sie Ihr fünftes Haus. Saturn in dieser Position hat ja immer die Ausrichtung, er will Fehler finden, ja? Fehler zum Beispiel in der Beziehung zu den eigenen Kindern, ja? Könnte man jetzt sagen, weil das fünfte Haus ist ja typischerweise das Kinderhaus. Es kann sich aber auch zeigen, dass auch die Kinder selber eine etwas schwierigere Zeit haben, weil diese eben auch mit gewissen Begrenzungen oder Nöten konfrontiert werden. Das soll einen nicht sorgen, das ist halt einfach das Leben. Wir müssen ja eher lernen, mit diesen Dingen umzugehen und sie zu meistern oder unser Schicksal halt bestmöglich was draus machen und annehmen bzw. auch akzeptieren lernen. Für Sie selbst mit Saturn im fünften Haus. Das ist eine Energie, die eben sagt, ja, mal noch mehr in die Tiefe gehen, was Ihre Individualität ausmacht. Sind Sie da wirklich schon authentisch bei sich angekommen oder haben Sie da wirklich noch ein Stück Weg vor sich? Saturn ist ein Planet, der macht da einen Realitätscheck. Wo stehen Sie denn bezüglich Ihrer Kreativität, Ihrer wahren Individualität? Das fünfte Haus ist das zweite Dharma-Haus von den drei Dharma-Häusern und das verlangt, dass wir authentisch sind. Das bedeutet, dass wir uns mit unseren Neigungen und Talenten, mit unseren, ja, basierend natürlich auf dem göttlichen Willen, ja, denn dort, wo die Gabe ist, liegt ja auch die Aufgabe, dass wir uns damit zeigen. Und hier wird Saturn einen Realitätscheck machen, schauen, was hier noch nicht rund ist. Und wenn irgendwelche Dinge noch nicht rund sind, diesbezüglich, wie sie sich in ihrer Kreativität zeigen, wie sie, ob sie ihre Gaben nutzen, ob sie ja ihre Individualität leben oder nur blind Massentrends folgen, ja, das würde Saturn schonungslos aufdecken und dann eben zu Verlust von Freude führen und zu ja, vielleicht auch gewissen Vitalitätsproblemen. Das fünfte Haus steht für die Vitalität, Lebenskraft. Und die geht weg, wenn die Freude nicht mehr da ist. Und wann ist die Freude nicht mehr da? Ja, wenn man seine Kreativität, seine Lebendigkeit, seine Neigungen, seine gottgegebenen Gaben oder die Inspirationen, die durch einen fließen möchten, blockiert, weil man selber meint, man muss ja ganz was anderes machen. Dieser Saturn hilft Ihnen also letztlich, authentischer zu werden und noch mehr bei sich anzukommen und ist auch eine gute Konstellation für spirituelle Praktiken. Nun, der Saturn dort ist der eine große Lehrer, der nächste große Lehrer ist jetzt der Jupiter, der jetzt erst im Mai aus dem Widder raus ist und nun für die nächsten 12 Monate bis Mai 2024 im Zeichen Stier steht. Im siebten Haus, dem Beziehungshaus, dem Haus, wo es darum geht, mit anderen in den Austausch zu treten. Nun, dort ist auch der Rahu, ja, der Rahu, der wechselt aber bereits im Juli dann, geht er nach 18 Monaten rüber in den Widder, genauso wie der Ketu, der geht dann rüber in die Waage. Das heißt, wir haben jetzt noch mal ein paar Wochen die Besonderheit, wo Rahu und Jupiter zusammenstehen und damit sehr stark noch mal diese beiden Planeten Fokus auf das siebte Haus geben. Das bedeutet, Ihr Partner oder Partnerin könnte sich jetzt stärker zum Thema Spiritualität hingezogen fühlen. Eine Auseinandersetzung, ja, wie Sie zum mehr höheren Verständnis kommen können, indem Sie sich zum Beispiel mit dem Thema Auswandern beschäftigen, könnte zu tragen kommen, ja. Rahu steht fürs Ausland, siebte Haus steht für das Ausland. Ja, dann kommt der Jupiter da rein, der will ja auch,
den Horizont weiten. Und selbstverständlich ist das Ausland eine Möglichkeit, wie man sein Bewusstsein auch erweitern kann. Ja, da muss man schon mehr Toleranz entwickeln. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich lebe ja in Nordzypern. Das ist nicht, da sieht es anders als wie in Deutschland. Aber Jupiter im siebten Haus hat eine gute Energie für die Beziehung, denn er hilft dadurch, dass sie zu immer höherem Verständnis kommen, wird der Umgang mit den Mitmenschen, hilft ihnen so Dinge wie Vergebung. Ja, sie könnten jetzt sehr gut Vergebung praktizieren mit Mitmenschen, wo sie vielleicht Leid erfahren haben oder in Beziehungen. Ja. Jupiter steht aber auch dafür, dass sie durch eine höhere Sichtweise mehr Toleranz üben können, auch mit den Dingen, die der Partner an sich eben noch nicht so perfekt hat. Wir sind alle am Lernen, ja? Wir sind alle ein bisschen Blühler, oder? Und deswegen ist es auch wichtig, ja, wenn wir uns erlauben, dass wir auch unsere Macken noch bearbeiten müssen, noch gegen unsere Dämonen antreten müssten, dann sollten wir das eben auch unseren Partnerinnen oder Partnern erlauben. Natürlich hat alles Grenzen, aber sie können jetzt mit Jupiter in Haus 7 ein höheres Verständnis besonders dadurch weiterentwickeln, indem sie noch besser beobachten ihre Rolle im Austausch mit Mitmenschen oder ihre Rolle in der Beziehung mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner. Schauen Sie, wie will man denn die Liebe zu Gott, der höchsten Kraft, entwickeln, wenn man nicht mal in der Lage ist, lernt, auf der irdischen Ebene zu lieben? Und wahre Liebe wäre eben, das wäre das anzustrebende Ziel, bedingungslose Liebe. Das heißt, keine selbstsüchtige Liebe nach dem Motto, ich brauche dich aber und, sondern wahre Liebe gibt und fordert nicht. Das heißt nicht, dass in einer Beziehung das Geben und Nehmen ausgeglichen sein sollte. Aber, wie ich jetzt schon durch diese paar Sätze andeute, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie eine Beziehung funktioniert. Mann und Frau sind zwei komplett verschiedene, sag ich mal, Konfigurationen. Der Mann ist die Sonne, die Frau ist der Mond. Da muss man lernen, dass der Mann nicht immer aus seiner Sichtweise denken darf, weil er kann sonst die Frau nicht verstehen und die Frau muss es umgekehrt verstehen. Der Mann will gelobt werden für seine Handlungen, ja, was er tut. Und wenn man da einen Mann kritisiert, das ist so ein No-Go. Ja, wenn das die Frau macht, und die Frau soll man nicht loben für das, was sie tut, sondern nur das dafür, dass es sie gibt, ja, weil die Aufgabe des Mannes ist es, ihr die Liebe zu schenken und die Aufgabe der Frau ist, die Liebe des Mannes zu empfangen. Also da gibt es viele Dinge, wie die Liebe zwischen Mann und Frau fließen soll, und Jupiter in Haus 7 wäre jetzt eine gute Zeit, sich zum Beispiel anhand von Beziehungsastrologie oder anderen Dingen mal intensiver mit diesem Thema des Austauschs zwischen den Menschen, das Thema Partnerschaft, Beziehung zu beschäftigen. Denn gerade in Beziehungen passiert das meiste Leid und schaffen wir dadurch auch wieder Bindungen und ungünstiges Karma. Jupiter in Haus 7 begünstigt aber nun, dass ich hier viel lernen können und dadurch eben auch durch Vergebungsarbeit, Toleranz, Verzeihen, Wohltätigkeit enorm wachsen können. Gut, das ist also jetzt hier der zweite Faktor, der so längerfristig am Wirken ist. Rahu vergrößert diese Thematik noch in Haus 7, das hatte ich gerade gesagt, wird aber ohnehin Mitte Juli wechseln. Das waren jetzt die äußeren Planeten. Ich komme jetzt zu den schneller laufenden Planeten. Die Sonne ist ja schon seit circa 21. Mai im, oder 22. hier im achten Haus.
Das achte Haus zeigt an, dass manchmal die Dinge ein bisschen klemmen können, ja. Momentan, da der Herrscher von Sonne, der Merkur, auch im Partnerschaftshaus herüben steht, könnten sich diese Dinge eben, wo es klemmt, ein bisschen zeigen im zwischenmenschlichen Bereich. Und deswegen ist auch die Sonne in Haus 8 gut dafür genutzt, die Aufmerksamkeit auf die Auseinandersetzung mit inneren Themen zu richten. Ja, das achte Haus steht auch für Psychologie, Astrologie, solche Themen, die uns ja helfen, innen zu heilen, weil wir uns mit unseren inneren Dämonen, mit unseren Schattenseiten beschäftigen. Und dafür ist die Position der Sonne in Haus 8 gut. Ansonsten, wenn Dinge im Außen eben nicht so fließen oder blockiert sind, ja, dann sagt uns die Sonne in Haus 8 eben, hier mal kurz innezuhalten und halt zu überlegen, ja, warum ist denn das so? Ja, warum läuft denn das nicht? Ja, und dadurch, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann kommen wir halt zu den Dingen, ja, das ist alles, was mit uns zu tun hat, alles, was zu uns im Leben kommt, ja. Und wenn zum Beispiel, sagen wir mal, man hat ja, muss jetzt nicht passieren, aber ich sage jetzt mal nur, man hat einen Unfall, können auch kleine Dinge sein, ja, dass man sich irgendwie beim Kartoffelschneiden verletzt, dann war man halt, was hat das damit zu tun mit einem? Ja, man war unachtsam, ja, man war nicht achtsam, man war nicht voll bewusst und konzentriert bei einer Sache, vielleicht da der Radio, da im Internet geblättert und da mit dem anderen Ohr das Handy, ja, und drei Dinge. Und dann, ouch, oh, jetzt haben wir aber geschnitten. Hat doch was mit uns zu tun, was? Weil wir sollen lernen, eine Sache zu einer Zeit, Aufmerksamkeit am besten eben ungeteilt. Und ja, idealerweise bei der Essenszubereitung sollte man auch am besten an Gott denken und ihm danken, was er uns zur Verfügung stellt. Das ist aber noch was ganz anderes. Damit halt auch diese Energie der Liebe in die Nahrung hineinkommt, weil Nahrung ist nicht nur grobstofflich, sondern vielmehr feinstofflich. Jetzt haben wir dann als nächstes den Vollmond. Der wird am 4. Juni im zweiten Haus sein. Das ist eine gute Sache für den Skorpion, denn das zweite Haus ist das Haus der materiellen Sicherheit, des Geldes. Und wenn der Vollmond im Haus des Geldes oder der materiellen Sicherheiten ist, ja, dann könnte um den Vollmond herum am 4. Juni etwas, ja, an finanziellen Vorteilen zu Ihnen fließen, ja. Wahrscheinlich melden sich dann in meiner Schule da ein paar Schüler an. Muss gleich Spaß machen, weil ich bin ja auch in so ein Stacheltierer Skorpion. Und, ich habe das deswegen nicht geplant, ja, meine Aktion, das ist ja zufällig so, dass ich jetzt, mein Jubiläum der Schule ist halt nun mal im Juni, aber es ist naheliegend, dass sich Interessenten melden werden und dann wundert mich schon wieder nicht, dass der Vollmond da ist, ja. Und übrigens, das Jubiläum ist exakt von der Schule am 6.6., ja, das ist ja alles recht interessant. So, aber gut, das kann sich auch in anderen Dingen, in kleineren Dingen zeigen, in der Form, dass sie irgendwie eine Belohnung für etwas bekommen, es kann auch größeres Lob oder etwas sein, weil sie sich um etwas gut gekümmert haben, für was sie verantwortlich sind. Das zweite Haus steht auch für unsere Verantwortlichkeiten, was wir machen müssen. Wenn wir das gut machen, dann kommt irgendwie ein positiver Return. Und der Vollmond als Geber zeigt es an und wird das zwischen 3. und 5. 6. ganz besonders irgendwie manifestieren können. Dann kommen wir zur Venus, die ist in den ersten paar Tagen bis zum 6. noch im Krebs, wechselt aber dann in das 10. Haus zu Mars, wo sie den ganzen Monat mit ihm dann zusammen ist. Nun, Mars sind ja auch Seele, denn der Mars regiert das Zeichen Skorpion. Damit sind die beiden Planeten der Leidenschaft im Haus des Berufs. Ja? Das heißt, sie haben unabhängig jetzt der anderen Einflüsse guten Schwung, um mit Leidenschaft, Feuer, Freude, Begeisterung, Motivation nach draußen zu gehen, in die Öffentlichkeit. Ja?
Wenn Sie nicht mehr berufstätig sind, ja, weil ich realisiere ja immer mehr, dass ich werde jetzt zwar auch 62, aber es gibt ja auch Menschen, die hier zuschauen, die in meiner Altersnähe sind, sage ich jetzt mal, aber nicht mehr arbeiten, dann kann es eben sein, dass Sie mit dem 10. Haus vielleicht ein paar Behördengänge anpacken wollen oder irgendwie mit der Regierung sich ins Benehmen setzen wollen, ja, weil das 10. Haus steht ja für die öffentliche Hand, ja. Oder Ihnen ist einfach mehr danach, mal weiter von zu Hause wegzukommen, weil das 10. Haus ist ja das Haus gegenüber vom 4. Haus, da will man mal raus aus den Wänden und irgendwo, ja, vielleicht weiter weg von der Heimat, um sich mal einen Tapetenwechsel zu verschaffen. Auch das kann es für diejenigen heißen, die eben die Möglichkeit haben oder nicht mehr berufstätig sind. Dann kommen wir zu Merkur. Er wechselt am 12.06. dann auch ins 8. Haus rein und unterstützt natürlich dort die Themen, die ich zur Sonne in Haus 8 sagte. Nun, der Neumond ist dann die nächste Thematik von der Verschiebung am Himmel. Dieser findet dann am 18.06. auch im Zwilling statt. Und Sie sehen, damit haben wir auch eine sehr betonte Besetzung des Zeichens Zwillinge. Das heißt, am 18.06., wenn da der Neumond drin ist, der wirkt aber anders, ja. Der hat dann eher die Qualität, dass er uns auf etwas aufmerksam macht, was noch fehlt, weil er ist ja dunkel, der Mond, er kann kein Wachstum fördern. Jetzt steht er in dem 8. Haus drin. Das heißt, der könnte Sie darauf aufmerksam machen, meinetwegen, wo etwas noch nicht stimmt mit den gemeinsamen Finanzen, mit dem Partner. Oder wo etwas nicht stimmt, ja, mit Ihrer Arbeitsweise, wie Sie versuchen, Ihre Schattenseiten zu bearbeiten. Oder ja, eben generell Themen des 8. Hauses. So, dann sind wir schon ziemlich mit dem Juni durch, denn die Sonne am 22. Juni wechselt ja dann in das 9. Haus. Das bedeutet, ab dem 22. Juni, ja, könnten Vaterthemen oder die Auseinandersetzung mit spirituellen Schriften oder das 9. Haus steht auch für das Reisen an heilige Orte. Vielleicht suchen Sie einen Pilgerort. Wir haben hier erfahren, jetzt in Nordzypern, ja, hier ist ein sehr berühmter Sheikh gewesen, ja, dem viele huldigen in Lefke, Nordzypern. Da waren wir neulich und auch hochinteressant, energetisch ganz andere. Das spürt man, das ist total abgelegen, so in den Bergen mit Blick auf Meer und Berge, ganz toll und total ruhig, ja. Also unglaublich, dass sowas noch gibt. Wunderbar. Da, ja, vielleicht wollen Sie sowas machen oder sich eben mit höheren Lehren beschäftigen, ja. Oder das 9. Haus steht auch für ein Studium, ja, weil wenn ich etwas Wissen intensiv studiere, komme ich ja auch zu höheren Erkenntnissen, ja, kann ich ja dadurch auch Weisheit entwickeln, komme zu mehr Verstehen. Ja, so, das wäre so gewesen. Am 22.06. empfehle ich nicht, irgendwie eine Sache von Wichtigkeit zu starten, denn da wechselt der 6-monatige Zyklus der Sonne, die 6 Monate aufgestiegen ist, die geht dann wieder mehr runter, die Tage werden dann schon wieder kürzer. So sollte man kein großes Vorhaben von Wichtigkeit um den 22.06. herum starten. Ja, das wäre es dann auch gewesen. Ich darf zum Schluss nochmal auf die Jubiläumsaktion hinweisen. Nur für die ersten 10 und nur bis zum 30. Juni. Mehr Infos dazu unterhalb in der Videobeschreibung, wo Sie auch noch Links wegen vedischen Horoskopen durch meine Frau, Newsletter und vieles andere mehr finden. Das wäre es für Sie gewesen. Aszendent Skorpion, Juni 2023.